Ein Wort zu den sagenumwobenen Triaden. Was für eine Bedeutung spielen die in Deutschland? Also das Wort Triade ist relativ unscharf. Historisch gesehen kommt es aus China und bezeichnet so eine Art von Männerbund, der Mitte des 18. Jahrhunderts entstanden sein soll, der gegen die fremdländische Mandschu-Dynastie und für eine Restauration der chinesischen Ming-Dynastie sich eingesetzt hat und dort Rebellenaktivitäten entwickelt hat und immer mehr auch in die Graubereiche der Geschäftemacherei vorgedrungen ist und dann sich zu organisierten kriminellen Strukturen entwickelt hat. Heutzutage, wenn man das Wort Triaden benutzt, das ist einfach ein Synonym für chinesische organisierte Kriminalität. Nach Expertenmeinung gibt es rund zwischen 100 und 250 verschiedene Triaden weltweit, die meistens ihren Sitz in Hongkong, Singapur, Macau, Vietnam oder Taiwan haben und vor allen Dingen stark sind in den Chinatowns im angloamerikanischen Raum. Aber die Frage ist natürlich, wird sich eine angeblich so mächtige Triade um eine Restaurantchefin im abgelegenen Backnang kümmern? Das wage ich doch eher zu bezweifeln. Welche Bedeutung hat die chinesische Mafia für die Kriminalität in Deutschland? Also in Deutschland, auch das ist eine schwierige Frage, weil nicht immer ganz klar ist, welche Kriminalität, die jetzt im chinesischen Umfeld, in der chinesischen Community stattfindet oder von dort ausgeht, tatsächlich der organisierten Kriminalität zuzurechnen ist. Aber nach allem, was ich gehört habe und was mir Spezialisten erzählt haben, hat die chinesische organisierte Kriminalität in Deutschland keine sehr große Bedeutung. Das war in den 90ern mal anders. Da hat sie in Hamburg sehr viel Bedeutung gehabt und in den Niederlanden. In Deutschland heutzutage, meines Wissens, spielt sie keine große Rolle.